Da ist er also, der neue Cupra 280. Seit gestern habe ich ihn. Bin auch schon 200 Kilometer gefahren. Am Anfang übertreibt man es halt immer ein bisschen. So, wieder aus. Von außen lohnt sich es gerade nicht so wirklich. Weil heute Nacht ein Gewitter war und der Wagen ist voll mit Birkenzeug. Ich werde als erstes mal mein Telefon verbinden. Ups. Ist schon gekoppelt. Okay. Das geht automatisch, wenn die sich einmal kennen. Das ist schön. Man sieht ja, das weiß. Schwarze Spiegel, hat ein schönes Panoramadach, die Standard-Alcantara-Sitze, die mir aber sehr gut gefallen, muss ich sagen, sind sehr bequem. Innen gefällt er mir super gut, ich bin jetzt auch kleinere und einfachere Autos gewohnt, also von daher ist das für mich schon ganz schön Luxus. Handschalter, das wollte ich unbedingt wieder. Ich habe ein anderes Auto mit. Auch ein sportliches Auto mit DSG und DSG gefällt mir, aber ich habe nach 27.000 Kilometern schon das zweite bekommen und fürs sportliche Gefühl finde ich Handschalter besser. Natürlich ist man mit DSG immer schneller unterwegs, wenn man das möchte, aber ich möchte ein bisschen Spaß haben beim Fahren. So, was mache ich jetzt heute? Ich habe ein bisschen Zeit, weil ich heute erst Nachtschicht habe. Gefahren bin ich jetzt insgesamt. Moment. Schalter noch nicht so ganz. Gesamtkilometer 222. Mit 7 Kilometern habe ich ihn übernommen. Und gucken, ob ich das alles schon richtig finde hier im Menü. Es ist, muss ich da erstmal gewöhnen. Ab Start, das war gestern Abend noch eine Fahrt nach der Spätschicht. 9,7 Liter Langzeit. Das ist, glaube ich, mein Gesamt von mir gefahrenes Gesamtstatistik. Also 10,5 wäre gut. Ich bin nicht gerast. Ich fahre den einen mit maximal 4.500 Umdrehungen. Versuche immer nicht zu rasant zu beschleunigen und halte mich erstmal ein bisschen zurück. Und klar ist am Anfang auch der Verbrauch immer noch höher. Von daher kann man das jetzt noch gar nicht irgendwie bewerten. Abtanken müsste hier noch sein. Genau, 10,7. Okay. Ich werde heute mal eine Strecke nachfahren, die eine Pendelstrecke von letztem Jahr. Die ist ungefähr zwischen 30 und 35 Kilometer. Eine Strecke, da fahre ich mal hin und zurück. Einfach nur aus Spaß und um zu gucken, wenn ich pendelnd langsam fahre, wie er sich so anfühlt, was er verbraucht, und da melde ich mich dann wieder. Ich fahre jetzt gerade im Komfortmodus. Tempomat mit Abstandsautomatik, aber ich glaube, der LKW da vorne, der fährt ein bisschen schneller als ich. Mal gucken jetzt, wenn er runterbremst, dann merkt man vielleicht hier den Effekt. Spurhalteassistent ist gerade an. Regensensor ist an. Und auch wenn ich schalte, bleibt der Tempomat aktiviert. Das soll wohl bei anderen Modellen noch anders gewesen sein. So, jetzt bremse ich nicht. Vor mir biegt einer ab. Das Auto bremst selber. Jetzt beschleunigt er wieder, ist auf 70 km/h eingestellt. Jetzt kommt hier eine 50er-Zone. Durch den Abstandsregler habe ich den Tempomaten zwar auf 70, fahre jetzt aber 58 oder 60 nach Tacho, weil der LKW vor mir eben abgebremst hat. Also das finde ich echt toll, kannte ich vorher nicht, gefällt mir.
versuche eben immer möglichst jetzt der Gangempfehlung zu folgen und früh hochzuschalten. Jetzt habe ich einen sechsten Gang drin, war so 55. Momentan Verbrauch sind jetzt, ja, schwankt hier zwischen 4 und 6, je nachdem. Und Durchschnittsverbrauch, ich bin jetzt gerade erst losgefahren, sind 8,9. Das finde ich jetzt schon gut. Ich habe sonst mit meinem anderen Auto, das ist ein Fabia RS, nach Kaltstart habe ich da auf den ersten Kilometern eigentlich immer 10 Liter. Wobei ich es da dann auch nicht mehr so drauf angelegt habe, muss ich sagen. Also das kann man jetzt nicht wirklich vergleichen, aber jetzt der Durchschnittsverbrauch jetzt gerade geht runter. 8,5 ist er jetzt nach 3-4 Kilometern. Und das finde ich schon jetzt wirklich gut. Mal schauen, wie es dann auf der Bundesstraße gleich wird, die gleich kommt. Und dann kommt noch ein Stück Autobahn, wo ich immer so 125 einstellen werde. Der Tempomat an sich gefällt mir auch wirklich gut. Man hat die Möglichkeit, in 10er Schritten die Geschwindigkeit hoch oder runter zu stellen. Die gewählte Geschwindigkeit wird auch angezeigt, das ist bei meinem Skoda nicht so. Und ich kann auch in Einzelschritten hoch und runter gehen. Und wenn man sich da, das ist so ein extra Hebel bei diesem Auto, also ein Hebel nur für den Tempomaten. Wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat, ich meine, jetzt habe ich das Auto einen Tag und ich muss schon fast nicht mehr nachdenken. So, jetzt schert hier einer ein. Der Abstandsregler, der reagiert gleich und bremst mich kurz runter. So, jetzt ist vor mir kurz frei, jetzt beschleunigt er wieder. Ich habe den sechsten Gang die ganze Zeit drin. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil hier eigentlich 60 ist und ich habe hier 100 eingestellt. Das heißt, ich beschleunige kurz bis zum nächsten Vordermann. Dann bremst er mich wieder runter. Jetzt schon, genau. Fahre jetzt die ganze Zeit im sechsten Gang, das geht gut. Ist jetzt so bei 1500 Umdrehungen. Tacho sind 67 km/h, das ist alles in Ordnung. Spur, die er jetzt halten könnte, erkennt er hier natürlich nicht. Das wird mir dann hier im Tacho als gelbes Symbol angezeigt. Das heißt, der Spurhalteassistent ist prinzipiell aktiviert, aber hat keine Spur erkannt. Nachteil bei dem Tempomaten hier mit dem Abstandsregler ist, dass man den nur bis 160 km/h aktivieren kann. Ich habe es gestern mal probiert bei 170, 180, da nimmt er überhaupt keine Tempospeicherung an. Also da muss man dann eben mal selber Gas geben. Aber ich denke, dass für mich auf Dauer diese Abstandsfunktion echt überwiegt, weil das ist was mich sonst immer sehr genervt hat, wenn ich eine Geschwindigkeit eingestellt hatte, die vielleicht 2 km/h höher war, als der Vordermann hatte, dann will man den auch nicht unbedingt überholen, aber muss dann halt immer ständig rumregeln am Tempomaten, bis man die Geschwindigkeit gefunden hat, die den Abstand beibehält. Und wenn der Vordermann dann mal meint, er müsste noch ein Stück langsamer fahren, dann ist man nur am Nachregeln und das finde ich jetzt nach einem Tag schon echt genial. So, jetzt ist hier wieder 100. Ich habe jetzt nichts verändert. Ich habe einfach, dadurch, dass der Vordermann jetzt beschleunigt hat, hat
der Abstandsregler auch wieder auf 100 beschleunigt, einfach im sechsten Gang, 2200 Umdrehungen. Jetzt erkennt er das vordere Fahrzeug, was man da sieht. Das zeigt er mir auch im zentralen Display hier zwischen dem Tacho an. Also da taucht so ein Fahrzeugsymbol auf und ich habe den zweithöchsten Abstand habe ich jetzt gewählt. Also da habe ich jetzt auch nichts dran geändert. Das heißt, gerade als die Geschwindigkeit bei 60 km/h eingestellt war, hat er automatisch auch einen kleineren Abstand genommen als jetzt, obwohl ich die Einstellung nicht verändert habe. Also der regelt das in Relation zu meiner Geschwindigkeit, was ich auch echt gut finde. Der Regensensor scheint bis jetzt auch ganz gut zu funktionieren. Also der wischt ab und zu mal von alleine, ohne dass ich jetzt hier irgendwas gedrückt habe. Jetzt hat er auch die Spur erkannt. Jetzt bremst er mich schon ein bisschen runter. Jetzt bin ich also zu nah dran an dem Vordermann, weil der wahrscheinlich durch den LKW auch ein bisschen langsamer werden musste. So, jetzt haben wir hier 80. Das ist jetzt echt gut. Jetzt stelle ich einfach zwei Tastendrücke den Tempomaten von 100 auf 80 runter. Also echt leicht zu bedienen und sehr komfortabel. Begeistert. So, ich habe jetzt wie viele Kilometer habe ich eigentlich, muss ich mal schauen. Elf Kilometer bin ich jetzt gefahren. Es waren vielleicht ein Kilometer Stadt und bis jetzt halt Landstraße fast nur konstantes Tempo. Jetzt stelle ich wieder auf 100 den Tempomaten, der beschleunigt im sechsten Gang gut durch, von 80 auf 100. 12 Kilometer, 7,4 Liter Durchschnitt bis jetzt, was wirklich echt gut ist bei einem Kaltstart. Ich muss mal gucken, wie sich es gleich auf der Autobahn entwickelt. Und das Auto hat erst 220 oder 230 Kilometer jetzt drauf. Also das ist noch bei weitem nicht der Verbrauch, den es wahrscheinlich nach 5000 Kilometern dann mal erreichen kann. Jetzt geht es natürlich wieder ein bisschen bergauf und da steigt auch dann der Verbrauch wieder an. Sind wir schon bei 7,9, ja, bei so kurzen Fahrten, da wirkt sich jede Steigung gleich aus. Spurhalteassistenten hatte ich vorher auch nicht, also das ist auch jetzt neu für mich, manchmal ein bisschen komisch, wenn das Lenkrad so ein bisschen in eine Richtung dreht, aber ich habe das auch mal ausprobiert, die Spur zu wechseln, ohne zu blinken, jetzt natürlich, also es war gestern Nacht, als die Autobahn komplett frei war, der lenkt ein bisschen gegen, aber er schimpft nicht rum und er akzeptiert das auch. Normalerweise geht der Spurhalteassistent immer dann aus, wenn der Blinker aktiviert wird, und wenn der Blinker nicht aktiviert wird, dann lenkt das Lenkrad leicht immer in die Mitte der Spur zurück. Das heißt also, auch jetzt in dieser langgezogenen Kurve lenkt das Lenkrad immer schon ein bisschen mit in die Richtung. Es fühlt sich jetzt nicht an, als ob das Auto mir bestimmen will, wo es lang geht, sondern es hilft immer nur so ein bisschen mit. Also ich kann es jetzt schlecht beschreiben, aber es ist immer so ein leichter Impuls in die richtige Richtung. Ich könnte auch jetzt hier voll in die Böschung fahren, wenn ich das wollte.
Will ich aber nicht. Und gerade für so lange Autobahnfahrten, wenn man wenn es einfach immer nur geradeaus geht. So, ich fahre jetzt hier mit 100 einfach die Autobahnauffahrt lang. Sollte gehen. Mal gucken, ob er jetzt den Bus da rechtzeitig erkennt. Macht er, geht auch gut auf die Bremse. Ich hatte den Fuß schon da, falls es nicht funktioniert. So, hier sind 120, die stelle ich mir jetzt ein auf den Tempomaten. Durch den Bus vor mir fährt er jetzt hier 86, beschleunigt jetzt wohl auf 90. Ich lasse mal jetzt den Kleinen hinter mir noch vorbei. Fahre erstmal hinter dem Bus. Und wenn der vorbei ist, setze ich mich einfach dahinter. Und da beschleunigt er gleich. Ich stelle mir jetzt 125 ein, wie es geplant hatte, Tempomat. Den Abstand hält er jetzt, 115, fährt der Kleine da vorne. Jetzt geht er rechts rüber, hier beschleunigt er jetzt. Ich setze mich jetzt wieder dahinter. Hat ihn jetzt erkannt. Also das funktioniert wirklich zuverlässig, ich bin da total begeistert von. Jetzt ist der Durchschnittsverbrauch schon wieder runtergegangen auf 7,5. Also diese kurze Steigung vorhin auf der Landstraße oder der Bundesstraße hat den Durchschnittsverbrauch auf 8 Liter hochgepusht und jetzt nach einem kurzen Autobahnstück mit 125 ist er bei 7,5 Litern seit Start. Das sind jetzt 19 Kilometer. Ich hoffe, mein Gerede stört jetzt nicht allzu sehr. Es ist mein erstes Video. Ich habe halt selber mich viel informiert über solche Reviews oder so Benutzererfahrungen und sowas. Ich finde, das ist immer die beste Informationsquelle, wenn jemand, der irgendwas benutzt oder hat, davon erzählt. Und das ist der Grund, warum ich jetzt hier so viel rede. Weil ich mir das selber gewünscht hätte, dass das jemand macht. Also das, deswegen mache ich es jetzt. Also seid ein bisschen gnädig, wenn er irgendwas drunter schreibt. So, mal gucken. Hier wird es jetzt ein bisschen dichter im Verkehr. Jetzt ist ja auch gleich freigegeben. Das heißt, es kann sein, dass jetzt hier die Leute wegbeschleunigen. Oder hinter mir anfangen zu drängeln. Mal gucken. Ich beschleunige jetzt mal selber ein bisschen hoch, einfach um hier eine Lücke zu suchen auf der rechten Seite. Sechster Gang, jetzt sind wir schon bei 150. Das war jetzt sanft beschleunigt, also der hat Durchzug, aber ich muss nicht runterschalten, wenn ich einfach nur mal kurz beschleunigen möchte. So, und jetzt habe ich wieder Tempomat. Da vorne biegt einer ab, die bremsen natürlich immer kilometerweit vorher, um ja nicht die Abfahrt zu verpassen. Jetzt. Also wenn hier jemand einschert vor mir, wie jetzt der Orange da, dann scheint der die Geschwindigkeit von dem zu erkennen. Also das ist so mein Eindruck. Wenn jemand kurz vor mir einschert, dann geht er nicht panisch auf die Bremse, sondern er merkt, dass der schneller fährt. Und dass da also keine Kollisionsgefahr gerade ist. Und das ist dann mehr so ein ganz sanftes, langsamer werden, um den Abstand wieder herzustellen, den ich eingestellt habe. So, jetzt sind wir wieder 125, also das funktioniert wirklich gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Winter ist, wenn da vorne eine Eisschicht drauf ist. Ich glaube nicht, dass das dann noch geht, aber da würde ich mich dann auch nicht mehr drauf verlassen. Mache ich sowieso nicht. Ich habe den Fuß immer kurz vor der Bremse, weil ich das Auto erstmal noch ein bisschen kennenlernen möchte.
Jetzt hatte ich gerade ein komisches Geräusch. So ein Rasseln, so ein rhythmisches Rasseln. Und das war das Radio, das noch ganz leise an war. Man ist ja bei einem neuen Auto immer sehr aufmerksam. So, Durchschnittsverbrauch jetzt 7,9, also bei 125, da scheint er dann, selbst bei 125, was ja eigentlich sehr sparsam sein sollte, scheint er doch eher so über 8 Liter zu verbrauchen. Zumindest jetzt hier in dem neuen Zustand, in dem er ist. Also momentan Verbrauch schwankt so, naja, jetzt geht er wieder runter, weil ich gerade bremse. Hat gerade so zwischen 7 und 9 Litern geschwankt, also jetzt geht es natürlich wieder runter, weil vor mir jemand ist, der langsamer fährt. Ich fahre jetzt 110, momentan Verbrauch 6,2. Ich bleibe jetzt hinter dem LKW. Den erkennt er gerade nicht wirklich, da überhole ich lieber. Also da hat er mir jetzt ein bisschen zu spät reagiert. Aber der wusste wahrscheinlich auch nicht so richtig, in welche Spur er gehört. Er war ja heute auf dem Standstreifen. So, hier fahre ich jetzt gleich mal runter. Also 7,7 Liter ist jetzt der Durchschnittsverbrauch über 30 Kilometer mit dem Streckenprofil wenig Stadt, viel Bundesstraße und noch mehr Autobahn. 7,7 Liter mit Kaltstart und einem nagelneuen Auto. Jetzt 7,8. Okay, aber man kann unter 8 Litern mit diesem Auto mit 280 PS nagelneu pendeln. Also das habe ich mit meinem Fabia RS gehabt, als er eingefahren war. Und da habe ich auch teilweise beim Pendeln darauf geachtet, dass ich halt möglichst sparsam fahre. Und das ist genau der Verbrauch, den ich auch mit dem Fabia dann erreicht habe. Das heißt, wenn ich hier noch ein bisschen was reduzieren kann am Verbrauch, wenn er halt eingefahren ist, oder wenn ich warm losfahre, was man ja bei Pendeln meistens nicht macht, kann er sogar noch sparsamer sein als der Fabia RS. Sehr gut, das ist dieser doppelt aufgeladene 1,4 TFSI. Der ist zwar sparsam, wenn man ihn wirklich schont, aber der säuft halt auch, wenn man ihn tritt. Ich meine, das wird dieser auch tun, ja. Da mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Aber jetzt bin ich doch schon mal sehr angetan. Ich versuche mal, jetzt muss ich mal die Kamera hier ein bisschen brutal abnehmen. Ich versuche das mal zu filmen. Das ist jetzt gerade das, was wir gefahren sind. Ja. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Okay, dann bis zum nächsten Video.